Also der wirklich coolste Verbrecher dieses Jahres ist mit so großem Abstand das Krümelmonster. Servus Leute und herzlich willkommen zu einer wirklich geilen, verrückten Geschichte. Als erstes sollte ich mal sagen, dass keine Art von Verbrechen in irgendeiner Hinsicht unterstützt werden sollte. Aber vor kurzem war einfach der lustigste Diebstahl überhaupt. Letzte Woche wurde in Hannover von einem Unbekannten der goldene Keks, der an der Hausfassade des Firmensitzes des Balsen-Unternehmens hängt, gestohlen. Dieser besagte Keks ist aus vergoldetem Messing, ist Teil des Firmenwahrzeichens von Balsen und hängt circa in 5 Metern Höhe vom Boden weg. Gut, ich meine, klaut da jemand einen vergoldeten Keks, wer weiß, was sonst überall noch in Deutschland passiert. Aber das wirklich Verrückte kommt ja erst noch. Vor 2 bis 3 Tagen ist ein Erpresserbrief bei der städtischen Zeitung als auch beim Balsen-Unternehmen eingegangen. Nicht nur, dass dieser auf eine wirklich bilderbuchreife, kreative Art angefertigt worden ist, genauso wie man es aus den Filmen kennt, mit diesen einzeln ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben schön säuberlich als Schrift aufgeklebt. Das ist doch einfach geil. Es wurde sogar ein Foto des vermeintlichen Täters beigelegt. Das Krümelmonster. Zu sehen ist dort eine als Krümelmonster verkleidete Person mit dem verschwundenen Keks. Ey, echt Respekt für so eine humoristische Ader bei einer Straftat. Aber das Ganze bekommt erst eine besondere Note, wenn man sich erstmal die Forderungen des Krümelmonsters auf dem Erpresserbrief durchliest. Unser blauflauschiger Freund fordert kein Geld für sich selbst. Er droht nicht damit, irgendjemanden zu verletzen oder umzubringen, sondern unterstützt oder fördert eine soziale Angelegenheit. Denn gefordert wird lediglich, dass der Firmenchef des Unternehmens, Werner M. Balsen, das örtliche Kinderkrankenhaus mit Vollmilchschokoladenkeksen beliefert und 1000 Euro an ein Tierheim spendet. Aber einen Haken gibt es, es muss nämlich Vollmilchschokolade sein, was das Krümelmonster nochmal deutlich in seinem Erpresserbrief erwähnt. Ey, wenn das mal nicht sowas von Robin Hood ist, Alter, yo! Ich weiß auch nicht. Er klaut einen Keks und fordert, dass kranke Kinder mit Vollmilchschokoladenkeksen beliefert werden, dafür, dass er den geklauten Keks wieder ans Unternehmen zurückgibt. Aber man muss anmerken, dass der Chef des Unternehmens nicht wirklich begeistert über diese ganze Aktion ist. Aber er hat gesagt, wenn der Täter geschnappt wird und der Keks zurückkommt, spendet er trotzdem die 1000 Euro an ein Tierheim. Aber der Dieb ist einfach so ein Scherzkeks. Hätten wir das mit dem witzigen Niveau auch geklärt. Und wie angekündigt muss ich natürlich auch sagen, dass es dem Firmenchef ganz schön auf den Keks geht. Also ich persönlich finde die ganze Sache ja irgendwie unterhaltsam und auf eine gewisse Art und Weise auch gut. Ja, ich weiß, Klauen, Diebstahl, Verbrechen darf man nicht. Aber hey, der Typ will nur kranken Kindern eine Freude machen und irgendwelchen Hunden und Katzen im Tierheim helfen. Und dafür riskiert er ins Gefängnis zu gehen, also dafür Hut ab. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre, ist, dass auf der offiziellen Facebook-Fanpage des Unternehmens ein Post veröffentlicht worden ist, der wie folgt lautet. Liebes Krümelmonster, wie dir sicherlich bekannt ist, engagiert sich das Unternehmen Balsen bereits seit Jahrzehnten in vielfältiger Weise im sozialen Bereich. Wir versprechen unseren Fans, Balsen spendet 52.000 Packungen Leibniz-Kekse an 52 soziale Einrichtungen, wenn du uns unseren goldenen Keks wieder zurückbringst. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was ihr über den ganzen Vorfall denkt und wie ihr es findet, auf eine kriminell kreative Art und Weise soziale Projekte zu unterstützen. Ich gehe jetzt ein paar Kekse kahlen, wenn ich ein paar finde, und dann sieht man sich im nächsten Video. So, das war's mit einer weiteren verrückten Geschichte und jetzt würde ich von euch gerne wissen, was ist eure Meinung zu dem ganzen Vorfall und was ist eure Lieblingskeksart, Kekssorte oder Geschmacksrichtung? Schreibt's in die Kommentare, vielleicht finde ich ja irgendwas, was ich noch nicht kenne und ausprobieren kann. Für weitere Videos wisst ihr, klickt hier. Oder für weitere Informationen geht auf meine Facebook-Fanpage, meine Twitter-Page oder meine Webseite chrisdess.de und dann sieht man sich im nächsten Video.